Wie der Klausuraufgabe geht es um die kollegativen Eigenschaften, speziell um den Siedepunkt. Aus 111 Gramm festem Calciumchlorid und 1,5 Kilogramm flüssigem Wasser werden eine homogene Lösung hergestellt. Berechnen Sie die Osmolalität dieser Lösung und ermitteln Sie den Siedepunkt dieser Lösung. Calciumchlorid dissoziiert in wässriger Lösung vollständig in Ionen. Aus einem Mol Calciumchlorid werden 3 Mol Ionen, das heißt, der Van't-Hoff'sche Faktor ist I gleich 3. Die Molmasse von Calciumchlorid ist 111 Gramm pro Mol, das heißt, wir haben ziemlich genau 1 Mol Calciumchlorid. Die Molalität der Lösung ist also 1 Mol durch Masse des Lösemittels 1,5 Kilogramm, 0,66 Mol pro Kilogramm. Die Osmolalität berücksichtigt zusätzlich den Van't-Hoff'schen Faktor I. Die Osmolalität ist B mal I, 0,66 mal 3, also 1,5 Osmol pro Kilogramm. Die Osmolalität zählt für alle kollegativen Eigenschaften, zum Beispiel auch für die Siedepunktserhöhung. Delta T ist ebullioskopische Konstante mal Osmolalität, 0,514 mal 1,5, 0,77 Kelvin ist die Siedepunktserhöhung. Der Siedepunkt des Wassers hat sich von 100 Grad für reines Wasser auf 100,77 Grad für Wasser, in dem Calciumchlorid gelöst ist, erhöht.